Machen wir weiter mit Nachtflug, der nächste Level. Das klingt so ein bisschen, als würde man einen Führerschein machen, ne? Mit Nachtfahrten kommt jetzt der Nachtflug. Wir sind gut unterwegs in der zweiten großen Welt. Friedensstifter. Ich weiß nicht, warum Friedensstifter überhaupt ein Weltname ist, aber ist okay. Das klingt thematisch, das klingt, als hätten wir eine Aufgabe, eine Bestimmung. Oh yeah, tatsächlich gibt es... Ah, ich habe so drauf gewartet, ne? Ich dachte, das... Warum kommen denn nicht solche Level? Wir können richtig frei fliegen. So will man das doch sehen. Ja, meine Herren. Spyro, ich habe zum ersten Mal gerade die Steuerung irgendwie intus. Aber dann muss es das auch in der ersten Welt geben. Ich habe es nur verdüsbaddelt. Wie man das bekommt oder so. Sind jetzt immer hintereinander verschiedene Sachen. Erst die Ringe. Oh, ist das dein Ernst? Oder kannst du zurückfliegen? Die Zeit zwar ein bisschen knapp, aber... Ich weiß nicht. Vielleicht rentiert sich's ja. Ich glaube eher nicht. Man sollte schon straight fliegen. Ich habe jetzt ein Problem. Gut, hier ist die Kamera ein bisschen doof gewesen, ne? Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Schöner Level. Schlechter Typ am Controller. Ey, sieht aber auch optisch sehr geil aus, ne? Hey, aber... Okay. Ich weiß nicht, ob man irgendwie bremsen oder beschleunigen muss. Gott, ich tue mich noch schwer. Sorry. Don't worry. It's good to be Kartoffelpurry. Es hätte vorne besser laufen müssen. Sieht ein bisschen sehr knapp aus. Was als nächstes? Lichter. Die Drohnen, die machen mir ein bisschen zu schaffen. Ich habe aber gesehen, wir können quasi nach unten feuern, wenn ich jetzt nur wüsste, wie man das direkt triggern kann. Ja, das geht so nicht. Och Mensch, dann muss ich halt den Death provozieren. Bleiben die gespeichert, Ringe? Nee, Quatsch. Das mit den Kisten ist mir ein bisschen zu happig. Der ganze Rest ist voll im Rahmen. Steuerung geht eigentlich auch klar. Ein bisschen orientiert er sich nach unten, wenn man nichts drückt, aber... Alles okay, habe ich alle? Oh, ja gut, ich bin die Steuerung nicht gewohnt. Tut mir leid, es kann sich nur noch um Jahre handeln. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 28 Tage. Erst hatte ich gedacht, es ist vielleicht nicht das erste Fluglevel des Spiels gewesen. Aber es ist wahrscheinlich doch ein bisschen Tutorial-mäßig. Später ist es bestimmt nicht so nacheinander, sondern ein wilder Mischmasch. Was soll ich denn da machen? Wie komme ich so schnell da hoch? Ein bisschen Bogen fliegen oder was? Ich weiß nicht, was die für Kunststückchen verlangen. Ich probiere es nach bestem Wissen und Gehwissen. Und ganz ehrlich, es ist auch schön, mal was anderes zu sehen. Bogenfliegen klappt auch nicht.
Gibt's da irgendwie eine Steuerungserklärung oder weiß der Teufel? Ja, Handbuch ist es ja nicht. Das ist allgemein. Witzig ist, was ich gerade gesehen habe, über den Touch-Bereich des PS4-Controllers können wir direkt das Handbuch aufrufen, also die Statistiken. Man fliegt doch weiter. Musste wieder zweimal springen drücken. Hier auch. Und dann ist die Kamera so nach unten, dass der nicht wieder hochkommt. Schade. Machen wir gerade auch noch einen. Aber auch die Lichteffekte, wie sich das ändert, auch die Beleuchtung auf Spyro, zum Beispiel in dem Tunnel. Echt gut, echt gut. Im Flug, das sieht doch gleich viel besser aus. Mein Nemesis geschafft. Jetzt vielleicht hier bloß nicht ins Wasser gelangen. Oder in den Strom halt. Ich weiß nicht wohin. Lichter. Hä? Jetzt habe ich es geschafft, aber weiß nicht, wohin des Wegs? Ja, Freunde, das sind die Tücken eines Blind LPs. Aber die Freude überwiegt, wenn man es doch am Ende doch irgendwie geschafft hat. Für mich ist das Feuer relativ schwer berechenbar, wo es genau landen wird. So, danach die Lichter, diese komischen Lampen. Und was machen wir mit denen? Ja. Idiotie! So gefreut, ne? Na, das wird noch. Ich glaube, das kann auch richtig geil werden. Späteren Leveln. Eigentlich. Okay, nee. Hör da auf. Ich dachte, vielleicht Gas geben, aber Aktionsmenü, Aktionsbutton. Weißt du, dass er aufhört zu fliegen? Das wollte ich gerade nicht unbedingt. Aber wir leben ja noch. Was ja sehr schön ist. So, Lichter. Kann ich leider nicht. Die sind ja da. Die muss ich alle anmachen. Alles in allem. Boah. Tja, ein kompletter Part hierfür. Zum Glück bekommt ihr aktuell genug Parts davon, wa? Nee, wir müssen es irgendwie mal hinkriegen. Ich soll die anmachen. Aber dagegen fliegen ist halt blöd. Aber da sehe ich überhaupt keine Linie. Da sehe ich überhaupt nicht, wo das da lang soll quasi. Ja, wenn du dann versuchst zu starten, ist es, weil die Kamera runterguckt, startet er halt ins Wasser. Das ist gemein. Ich höre die Schreie schon wieder.
als bei Markus. Schneide doch. Aber man hat das Gefühl, diesmal klappt's. Und wir kommen ja auch immer mal im Schnitt stetig voran. Verbessern uns leicht. Einmal hat das Spyro die Flugplatte entdeckt aus Banjo-Kazooie, ne? Aber ebenso wie Kazooie, bloß nicht aufhören zu fliegen. Hat gerade ein Salto gemacht aus Freude? Es sieht halt gar nicht mal so einfach aus. Ich kenne das nicht. Bestimmt einen verpasst. Das war eine blöde Reihenfolge. Aber seht ihr, wir kommen weiter. Ob wir jetzt so ein Erkundungslevel machen? Oder uns hier verbessern stetig? Das ist doch gehupt wie geduppt, oder? Gehüpft wie gesprungen. Klar habe ich jetzt ein bisschen Sekunden verloren. Keine Frage. Hast du irgendwas gegen Wasser? Bist du auch so ein kleiner Sonic? Ich frag nur. Keine Kritik? Gut, Drachen, Feuer, ne? Man meint, dass wir was gegen Wasser haben. Das stimmt schon irgendwo. Ach, naja, dann stürzt halt ab. Nö, wir machen das schön ungeschnitten. Das sind schöne Unge-Schnitten. Naja, der war lame, tut mir leid. Vielleicht ein bisschen mehr Konzentration, aber vielleicht doch steil hoch. Es hat bisher alles funktioniert, auch wenn ich mir das nie so denke. Dann ein bisschen runtergucken und der visiert das dann schon ein bisschen an. Ah, Freunde, da muss man einfach das Gefühl für kriegen. Ich würde aber auch mal schätzen, wenn der nächste Fluglevel kommt, dann weiß ich einfach schon besser, die Steuerung einzuschätzen. So, das hat jetzt halbwegs unfallfrei geklappt. Die Lichter. Nur ich habe halt echt nicht den richtigen Weg sehen können, ne? Wo das wirklich lang will. Ich bin total den krummen Weg gegangen. Das war der große Fehler. Und hier musst du erstmal nach unten irgendwie. Ja, okay. Okay, ist der tausendmal bessere Weg. Und dann? Was dann? Noch irgendwas danach machen? Nee, dann ist es vorbei. Holy moly, es tut mir sorry. Das musste ich mir einfach nur mal aneignen. 120 Edelsteine gibt's dafür. Thanks. Wir nochmal versuchen. Ich hab's auch. Rekord beenden. Nicht übel. Nee, gefallen hat's mir schon, ne? Hoffentlich hat's euch nicht irgendwie gelangweilt, aber... I like this. Nur da gibt's halt keine Drachen. Aber trotzdem, ich möchte mehr davon. Ohne Mitz. Ich wollte ein anderes Wort sagen. Deswegen Mitz. Witz. Mist. Okay. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht 100 pro... Das Ei doch schon. Ja, da bekommt man wieder was. Den Schlüssel. Okay, okay. Wo war was? Irgendwo bei den Dudes. Oder das da? Ja, ne? Da ist aber kein Schloss dran. Was zur Hölle?
verschlossene Schatztruhen, aber da ist kein Schloss dran. Meint ihr das ernst? Fähigkeitspunkt. Könnte es doch glatt gewesen sein. Schatztruhe. Sowas könnten die gerne auf der Karte anzeigen, bin ich der Meinung. Wenn du die Schatztruhe gefunden hast... Da schon? Ich glaube nicht. Trockene Felsschlucht? Ne, da war ich noch gar nicht. Ja, Freunde, ich bin offiziell komisch. Ja, wo sind denn jetzt die offiziellen... Tut mir leid heute, lieber Spyro, der Death Counter geht vielleicht ein bisschen zu schnell in die Höhe, ne? Auch mager von mir bisher. Falsch. Alter, geh doch mal aus dem Weg. Kann ich da so hoch? Na, immerhin. Bringt mir nur nichts. Statt. Ich möchte auch rüber. Sehr gerne. Kann ich? Das ist doch wieder der Anfang, ne? Ja, so ein Blödsinn. Das wäre ein guter Ort für die Truhe. Ja. Gebongt. Seid ihr wieder so welche? Wie ihr wollt. Gut, dann gehen wir mal zu diesem ersten Bereich, ne? Trockene Felsschlucht. Ich weiß nicht, wie das von der Zeit in diesem Part noch wird, aber wir werden auf jeden Fall diesen Level noch machen, weil wenn ihr aufgrund meiner Fails da bei dem Gefliege zu wenig bekommt einfach in diesem Part, nee, das kann ich nicht verantworten. Das ist nicht unser Anspruch, ne? Aber dann definitiv meine Schuld, ne? Deswegen trockene Felsschlucht, Alter. Lieber Entwickler von Toys for Bob und Sanzaru Games. Aha. Macht einen sehr verdächtigen Eindruck. Jetzt mal schön überhitzen. Okay, es ähnelt der Oberwelt stark, ne? Das ist halt einfach so. Können wir die ganzen Türen noch öffnen, wo die Flammen drauf sind? Hier sind gar keine Türen. Das ist einfach nur so ein Muster. Überall diese giftige Seuche. Wen haben wir denn da schon wieder? Dass du mir zeigst, dass die Gegend gar nicht so groß ist. Schade.
Warum hat der so gestoppt? Na, mir egal. Drachenei Nummer 5 von 12, ne? 12 insgesamt. So, jetzt habe ich total den Überblick verloren, wo überhaupt der Anfang war. In Anbetracht der Karte. Conan, Detektiv Conan, wie geht's? Oh. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Ich finde das... Die haben auch immer gut ihre eigenen Persönlichkeiten und so. Das ist schon... Da gefällt mir so mitunter am besten sogar. Muss ich gestehen. Ja, wie komme ich denn da hoch? Nicht so ohne weiteres anscheinend. Raum. Ne, anscheinend wirklich nicht. Dann erstmal weiter. Was Spatzen hier? Weil wir den Typi, weil wir den Vogel geputzelt haben. Oder umgerempelt zunächst. Na, lieber ein Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach, wa? Dragon! Dragon, Dragon, Dragon! Boris! König Boris! Die trockene Felsschlucht belohnt gute Gleiter. Du bist doch einer, oder Spyro? Ich wurde zum Gleiten geboren. Alles klar, Boris Becker! Naja, von hier aus. Ich merke das schon. Gleiten. Drachen sollen fliegen, nicht gleiten. So, jetzt habe ich eine hohe Position, aber bringt das mir was? Wo genau möchte ich da hin? Schaffe ich es da hoch? Da steht nach Hause? Ist es schon das Ende dann? Quatsch. Dann habe ich es eh irgendwie versemmelt. Oder es wird anders gemacht. Was haben wir denn in der Ecke Schönes? Okay. Falsche Taktik, kann passieren. Immer munter, alles was glitzert. Gottverdammtes Federvieh. Ja, ich wollte. Ich weiß nie so hundertprozentig, wie gut unsere Energie gerade drauf ist. Ich hoffe immer, dass Spyro doch nochmal aufsteht. Das tut er oftmals. Hi. Wen haben wir denn da? Ivor. Bomben. Bist du das, Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich so viel gehört habe? Seit du nur ein kleiner Funke warst, wissen wir... Wisst ihr... Ich hab's vergessen. Hä? Was? Das... Irgendwie bauen die den Spannungsbogen auf und dann war doch heiße Luft.
aber so sind sie manchmal. Wäre noch cooler, wenn die halt richtige Gags auf Lager hätten. Nicht nur irgendwelche Sprüche und komische Ansagen, die doch nichts zu bedeuten haben, sondern keine Ahnung. Einfach einen Gag raushauen. Nichts zum Schmunzeln, was zum Lachen. What the fuck? Okay, das war explosiv. Explosiv, die Reportage. Nee, exklusiv heißt es. Ja. Manches gespeichert blieb und anderes wiederum doch nicht. Das probiere ich lieber auch von weiter oben. Das war doch die Stelle. Okay. Verdammt weit weg. Und Schlüssel habe ich auch keinen. Das ist ein Schlüsselding. Oder ist es so einer wie hier? Es wäre halt cool, erstmal den Schlüssel zu holen. Ach, jetzt bin ich doch hier. Aber man muss da gar nicht drüber segeln. Na prima. Hä? Hä? Als ob. Oh nee, lass mich wieder da hoch. Das darf nicht wahr sein. Wie ihr meint. Och bitte. Spiel, das ist echt. Levelaufbau ist interessant und clever. Aber wenn du halt mal runterfällst, ist es ein bisschen bitter. Fall nicht runter, ne? Ich habe nur gerade überlegt, welcher Weg wohl der klügste wäre. Das eine ist gar kein richtiges Schloss, oder? Wir werden versuchen, rüber zu fliegen. So macht es schon durchaus viel mehr Spaß, ne? Wenn du so erkunden kannst und Flugeigenschaften nutzen. Sei es noch so knapp. Doch, man braucht einen Schlüssel. Ekelhaft. Ganz vorne war ja auch einer. Leider, also kein Schlüssel, sondern eine Truhe. Schatz. Nur leider kein Schimmer, wo der sein könnte. Ja, finde ich's noch dann. Vielleicht dort? How about now? Ich will das Zeug haben. Da
wirklich den Drachen in mir. Ich raste noch aus. Das ist nur für so zwei Kleinigkeiten. Hilfe. Dann begeben wir uns wieder zum vermeintlichen Ziel. Hab's gemerkt. Ich bin da angeeckt. Mit dem Schädel an der Decke. Offiziell, das ist der bislang längste Part von diesem Let's Play. Aus verschiedenen Gründen. Bitteschön. Manchmal versuche ich mir doch schon vorzustellen, wie das alles aussah auf PS1-Grafik. PS1-Niveau. Für mich ist halt alles neu und fresh, ne? Das ist der Unterschied. Das ist zwar hier, aber... Zum Schlüssel wäre nice. Habt ihr einen? Habt ihr noch einen übrig? Das ist noch ein Drache vor allen Dingen. Und der Schlüssel. Das sollte doch wohl machbar sein. Nö, nö. Ungeschnitten, Leute. Ungeschnitten. So geht's ja schneller. So. Wo genau? Habt ihr eine bessere Idee? Mal eine Trockenübung. Nee, das geht meines Erachtens nicht besser. Aber das reicht einfach nicht. What the hell? Ja, eh höher. So einen Turm komme ich auch nicht drauf, oder? Sowieso nicht. Gut, dann halt mit Anlauf. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Heilige Makrele. Yes, endlich! Echte Pixelarbeit. Aber dafür gibt's reichlich Ertrag. Maximus zum Beispiel. Super geglitten, Sparrow. Ich dachte schon, ich sitze ewig hier fest mit diesen Geiern auf dem Kopf. Die sehen zwar zäh aus, schmecken aber lecker. Besonders über dem Feuer gegrillt mit einer Prise Salz. Gut, ja, die Worte auch noch so nach dem Motto... Du hast lang gebraucht dafür. Jetzt kann ich sogar hier hoch, oder hätte es noch eine Möglichkeit gegeben, hier hochzukommen? Eigentlich nicht. So, Moment. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz zurück, wo die Schatztruhe war. Das können wir jetzt auch noch zusammen ertragen, wa? Würde mich ja freuen, wenn dann der Level abgeschlossen wäre. Im Moment, und am
Anfang war, dementsprechend nichts? Oder gibt es mehrere Schlüssel? Oder habe ich mir eingebildet? Oder was war der Punkt? Du brauchst das Ding ja da hinten. Der Level hat sich eingeburnt bei mir. Super geklitten, sagt er. Manchmal geht's aber weniger gut. So. Best of würdig, best of würdig. Super geklitten. Grüße gehen raus an den Blues Brother. Moment. Jetzt sind wir hier. Nutzen könnte. Unfucking fassbar, ne? Weil denn keine Gegner mehr hier, es wirkt alles so leer und verlassen. XXL Part Spyro. Mit der Extra-Portion Fail. Aber muss auch mal sein, ne? So ein Part braucht man halt mal. Aber auch nur, weil ich gründlich bin und halt noch die Geduld habe. Ich hätte auch aufgrund, wie der Part gelaufen ist, sagen können, yo! Alter. Yo, vergiss alles. So, 97% habe ich gerade lucken können. Es fehlen aber noch 5. Dein Ernst? Tja, dann ist das wohl so. Ich werde jetzt nicht irgendwie nochmal stundenlang suchen, wie ich schon mal erwähnte. Vielleicht irgendwann, aber nicht so live im LP-Part. Man macht das heute auch nicht mehr den Bock fett, aber Prinzipien. Spyro will auch mal Urlaub. Ja gut, die Drachen haben wir. Waren gut fleißig da. Passt. Ich schätze, als nächstes können wir wieder zu dem Dude, der uns in die nächste Welt befördert. Und das wäre auch mal angebracht, oder? Wäre das angebracht? Kann man machen. Was so schön ist, sage ich nochmal ganz krass. Aber warum habe ich denn in Erinnerung, dass ganz am Anfang was war? War das hier? Danke für den Kameraschwenk. Immer wieder nett. Moment. Den wollte ich ja gar nicht. Da vorne. Ja, wenn's läuft, dann läuft's, ne? Der ultimative Part. Sorry. Dann lädt das noch so ewig mit einem Fehllauf. So, aber jetzt. Seht den Ballon. Ratatatzong. Weg ist der Balkon. Tja. Ich bin baff, wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Steig ein, wenn du bereit für die Welt der magischen Künstler bist. Welt der magischen Künstler. Das klingt spannender als so eine verdammte Klippenwelt. Aber gut. Dann haben wir es jetzt endlich hinter uns gebracht. Danke, dass ihr das mit mir durchgestanden habt. Und bis zum nächsten Mal. Einen Daumen, ob ich den verdient habe, das entscheidet ihr. Aber unnachgiebig und ausdauernd war ich heute. Vielleicht wäre das ein Attribut, das man belohnen könnte. Bis dann und ciao!